Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transport Beaver 2 Deluxe Let's Play. Jo, in diesem Sandbox-Modus, also ein freies Spiel eigentlich. Weil Sandbox heißt unendlich Geld und das haben wir leider nicht. Aber jo, ist eine schöne Kehrstraße entstanden. Und ah, da haben wir noch eine Kutsche. Kommen denn die her? Gehen die rechts hier? Die sind jetzt hier zusammen. Okay. Also diese Kutsche macht Minus momentan. Die macht aber 4 Plus. Und wo ist die andere Kutsche? Noch ist die Übersicht nicht so groß, aber wir haben 3 gemacht. Ich möchte gerne Symbole haben, aber ich weiß leider nicht, wie Symbole angehen. Das habe ich im letzten Part auch schon versucht. Ah. Stationsstatistik, okay. Schade. Ja gut. Genau, wir haben jetzt das letzte Mal Zuglinie gemacht, Buslinie in 3 Städten. Also in der Stadt herumfahren und noch hier jo, Brot sozusagen, Lebensmittel hat. Und jetzt möchte ich mal ja nochmals eine Linie machen zum nächsten Dorf. Das heißt, Sängerhausen braucht auch Brot. Und da oben haben wir noch ein Dorf. Okay. Also in Sängerhausen brauchen wir noch eine einen Umschlagplatz. So. Entladehaltestelle, okay. Gut, dann machen wir doch das mal hier. Ich werde das zurück machen, dass ich schneller zurückkomme. So, die anderen haben wir ja schon. Also Linie 1. Dazu müssen wir von hier nach hier. Und ja, dann reicht es schon. Es sind nur 2. Ach hier. So, also. Sanger. Gut. Sommerbrot. So. Dann machen wir hier auch noch ein paar mehr. Wir haben ja noch Geld. Ja, ja. Machen wir hier ein bisschen mehr, weil es weiter weg ist. Und zwar waren es die kleineren hier. Ich sage nicht, wieso die gleich viel Platz haben. Kann mir gerne mal jemand erklären, der. So. Was dieses Sanger oder. Ja, Sanger haben wir beliefert und ja, dann machen wir hier auch nochmal das gleiche. Das mache ich ungefähr hier, das ist gut so hier. Dann können sie hier hinten wieder zurückgehen. Einfach das gleiche nochmal machen, wir haben genug Weizen, wir haben genug Geld. Das gleiche nochmal machen, so viel. Und ah ja, ich wollte eigentlich zuerst das hier rein. Also von hier nach und dann hier. So. Ja, okay, ist es noch nicht verbunden, stimmt. Das habe ich noch nicht gemacht. Wo auch. Oder wie auch eher. Also eventuell können wir hier nicht so gut durch. Über den Berg ist es auch nicht ganz so gut. Wir müssen eine Schlaufe um den Berg machen. Genau, und das resettet sich irgendwas durch. Das haben. Wollen wir einen Tunnel machen? Ist es teuer? Außenrum ist besser, aber dann machen wir von hier einen Weg. Nein, nicht in die Richtung. Blödes Spiel. Hey, nicht in die Richtung. Ich kann nicht. Hä, wieso kann ich nicht hier? Ah, ja, jetzt. Dankeschön. So. So. Und so, das reicht. Also, dann hier. In der Brücke? Nee. Nicht über die Brücke, bitte. Haben wir wieder. Wir wollen nicht gerade. Hallo, ich will nicht gerade. Dann müssen wir es halt so machen. So. Jo, das sieht gut aus. Ja, ja. Okay, wunderbar. Am Anfang mache ich jetzt nicht die Straßen noch alle dick und alles Mögliche. Nee, nee. Also hinzufügen haben wir schon. Okay.
Gut, dann ist die Linie fertig. Ja, können wir eigentlich so verlassen. Jetzt, okay. Ja, die richtigen Reihenfolgen, oder? Sind wichtig. So, die Linie umbenennen in Oberharz am Brocken. Der Harz ist eigentlich das Gebiet, das die Berge, und der Brocken ist, glaube ich, der höchste Berg, oder? Und der berühmteste dort. Ja, ganz genau weiß ich es nicht, aber ein bisschen nördlich von Mitteldeutschland, ein bisschen noch weiter nördlich. Oberhaar. Rot. So. Sehr gut. Die nächste Linie steht. Das Geld, ja, ist ein bisschen weniger geworden mittlerweile. Wir haben immer noch Minuseinnahmen aus irgendwelchen Gründen. Ich denke, weil wir so viel gekauft haben. Aber der Zug scheint, ja, jetzt geht's so wie ihn endlich, oder? Ja, 155. Wir können gerne mal ein bisschen mitfahren. Jetzt müssen wir aber die andere Einstellung machen. Gut. Hier ist gerade niemand drin. Ist nicht echt wieder dieser Bahnhof nicht angebunden? Ja. Die Straße wird einfach durch die Steine gebaut. Frechheit. Jetzt müssen wir Mauern setzen. Es gibt irgendwo Mauern. Aber das geht nicht. Da. Nein. Wir sind nur. Güte. Bevor die Straße gebaut wird wieder. Die darf nicht dorthin gebaut werden. Schnell. Ich tue einfach ein altes Haus. Ich tue eine Kirche hin, hey. Da muss eine Kirche hin. Eigentlich. So. Direkt sofort der Kirche. So. Gut. Können wir noch Wege machen? Ich muss halt alles wieder finden, aber. Ah, hier sind Zäune zum Beispiel. Die gut platzieren. Ja, sieht nicht so extrem korrekt aus. Ja, jetzt habe ich sowieso wieder zugebracht. Kann ich das mit Rechtsklick oder so wieder entfernen? Vor allem der Stein muss weg. Was doch mit diesem? Hey. Jetzt einfach einen Weg, bitte. Irgendwo muss doch Weg. Ich müsste irgendwie so kleine Wegmods noch haben. Kleine Landstraße, das würde wahrscheinlich nicht gehen. Und der Weite. Ja. Irgendwas können wir schon uns wegnehmen. Also. Sonst führt es halt eben bis Gras. Wäre schon schön. Wieder drehen. Oh, schön sieht das aus. Kipp, knack, Kappen. Kappen. Knicken. Kehren. So, wunderbar. Ja, Kappen. Ich weiß die Taste nicht. So, der Zug sollte jetzt aber wieder gehen. Jetzt machen wir hier noch etwas hin, sonst geht die Straße einfach von hier. Und hier kommt eine Mauer hin. Die Mauer muss hin. Die Mauer muss hin. So. Die Straße bleibt Einbahnstraße. Nämlich die Zuglinie. Und jetzt endlich sind Menschen dort. Wow. Ja, das Spiel muss noch an ein paar Stellen verbessert werden. Aber so wie es aussieht, kommt halt meistens kein Content.
Es gibt meistens ein Frühlingsupdate, aber ich denke, dieses Jahr wird keines erscheinen. Ich habe nichts gehört. Könnte plötzlich kommen. Die Entwickler sagen auch nicht viel. Und was machen sie für ein Game, dass sie so wenig Zeit haben für dieses Game? Jo. Ich habe mir einfach die Deluxe Edition geholt und das Pre-Order Pack, glaube ich, oder so. Und da gibt es extra Objekte, aber das ist zu wenig für 3-4 Jahre Entwicklung. Also das ist ein bisschen schade, das ist ein bisschen deprimierend, weil ich spiele Spiele, wo weiterentwickelt werden ständig. Und dann kommst du zu so einem mega tollen Spiel und hast einfach da diese Problematiken. Ich werde später dann im Laufe des Let's Plays noch weitere sagen. Und merke dann immer wieder, ja, es ist doch ein bisschen zu unfertig und so. Aber ich kann die meisten Sachen erst später zeigen. Zum Beispiel mit der Wegfindung dann, mit den Signalen. Da gibt es immer noch Bugs und so weiter. Aber ich kann die schlecht erklären jetzt, weil sie ja nicht mehr so weiß. Nur, dass es einfach Bugs sind. Vielleicht wurden sie gefixt oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nie von richtig ohne Ding gesehen. Also, dann haben wir hier schon mal ein Sägewerk. Das ist egal, ob es jetzt hier... Ja, okay. Ich könnte es... Nein, nicht so schnell. Okay, hier. Hier muss es nichts. Aber hier könnte ich es eigentlich noch retten. Ich brauche aber noch Eisen. Was ist das Werkzeug? Nein. Das ist nur Werkzeug, aber ich brauche eine Stadt. Ich brauche eine Stadt mit Eisen. Mit Werkzeugen. Oh, jetzt habe ich das falsch. Das Eisen ist ja das andere. Wo ist das Eisen? Das hier, ja. Okay. Was ist das Metall? Das ist Stahl schon. Okay. Soweit sind wir also. Also wo ist die nächste Stadt mit Werkzeugen? Das sind Maschinen. Werkzeugen sind hier unten. Da müsste ich aber übers Ding gehen. Brücke, also über den Fluss. Brücken sind manchmal schwer, weil ihr habt dann immer ein bisschen zu wenig für Schiffe unten durch. Da müsste man... Also hier drüben wäre noch... ja. Es gibt halt wirklich wenig Dörfer, die wirklich Werkzeuge brauchen. Da oben haben wir keine Sägewerk. Okay, da drüben haben wir jetzt Sägewerk. Ich tue das jetzt einfach mal lassen. So. Ich tue das schließen lassen, so wichtig ist es nicht dort. Und ja, jetzt kommen langsam die Schließungen nach 10 Jahren. Hier könnte man zum Beispiel irgendwo hier hin. Und da machen wir noch Metall und Metall ist da oben zum Beispiel. Oder wir tun es hier zu den Werkzeugen und beliefern die Stadt und die Stadt. Aber haben wir hier gerade irgendwo Holz sonst? Da drüben. Ich könnte ein Ding hier oben durchmachen und dann Werkzeuge hier hinliefern. Aber man sieht, es ist nicht so gut. Ich möchte schon eine Straße hier oben durchmachen. Da muss ich noch eine Verbindungsstraße. Ich lasse das noch kurz ein bisschen, warten wir noch kurz. Und sonst treten wir, aber Werkzeuge möchte ich schon eigentlich hier hin liefern und hier hin. Ja, lohnt sich und dann hier hin auch noch liefern. Also die sind unterwegs, die machen wahrscheinlich noch Minus. Ja. Und vor allem diese hier. Okay, ein paar haben Plus gemacht, die schon Rohstoffe hatten. Ja, ein paar machen Plus. Und vor allem der Zug muss halt viel Plus machen. Macht er auch so langsam. Und ist noch nicht voll. Sehr gut. Ah, ich habe die Lippen aufgerissen wegen trockenen Lippen. Macht's auch weh. Also,
fehlt's hier irgendwo an. Nee, an Brot nicht. Ich denke, es reicht noch. Sonst können wir nur eine Brot, also eine Weizenlieferlinie machen für Brot. Ich möchte nur kurz schauen, ob irgendwie das angezeigt wird. Es steht hier nur zwei Level. Ah, hier sind mehr. Aber wieso gibt es diese Produktion immer nur zwei Level? Ich will einen riesen Bauernhof sehen. Er ist schon ziemlich groß. Also ich bedenke mit uns Schweizen, ist es nicht gegönnt, zwei Kuhställe zu haben. Schon ziemlich groß, aber ob es effizient genug ist. So, die nächste Ölquelle. Öl ist damals schon knapp gewesen. Uiuiui. Wie viel tun eigentlich noch Scheiche, Ölscheiche noch verdienen? Mit Öl, wenn so viele Leute nicht mehr Öl benutzen. Also ich mag Elektroautos überhaupt nicht. Vor allem Busse oder so, die leer machen. Diese Summen. Ich mag die überhaupt nicht. Aber ich fühle mit jedem mit natürlich. Öl muss, also Benzin muss ersetzt werden. Ich bin halt ein bisschen empfindlicher und da gewöhne ich mich wahrscheinlich nicht so dran. Okay, die nächste Schlieferung. Schließung. Die Schlieferung, die Schließung der Lieferung. Leichingen. Ich könnte hier mal Busse hinstellen. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen, aber Busse, also ja, sind noch zu langsam. Wenn ich die ersten Busse habe, dann vielleicht. Ich wollte ja die Zuglinie noch vergrößern und sehe einfach, da ist halt alles ein bisschen im Weg. Also ich könnte die Zuglinie wirklich hier durchführen lassen, weil diese, ja, mache ich nicht hier. Kostet wahrscheinlich ein bisschen. Okay, ein besserer Zug und Personenwagen Bayern, sehr gut. Ja, 62, okay. Also, dann schauen wir nochmal. Jetzt ist voll. Mittlerweile ist voll. Es lohnt sich aber noch nicht, den Zug zu holen, einen Waggon zu holen. Neue Industrie gegründet. Oh, einfach weiter oben. Und der ist jetzt weg. Da brauchen wir es aber nicht. Ja, eher da dann. Ja, schlimm. Also es lohnt sich jetzt, denke ich mal, ja, sofort einen Waggon. Das Richtige genommen, ja. Was sind denn die? Ah. Ja. So. Und der wird wahrscheinlich bei der nächsten Station dann. Ist Königshausen. Ist irgendwas entstanden? Königshausen ist. Könnten wir nachschauen, aber vielleicht finden wir es gerade. Er ist nicht bei uns oben. Und die Schließung. Sie gehen viel zu schnell weg. Ich kann sie einfach irgendwie nicht ja, da lassen oder so. Und es gibt keine Liste. Okay. Also, Königs. Die Fahrzeuge. Ja. Königsberg. Königsbüster. Ah, das ist Königsbüster. Oh. Wusterhauen ist irgendwas entstanden, eine Werkzeugfabrik? Ja, die war schon da. Keine Ahnung. Ein Bauernhof, ja, der winzige Bauernhof ist. Bauernhof ist ja schon mir aufgefallen. Boah. Vor lauter Lachen mich verrettet. Geht doch nicht. Genau, und boah, ich bin einfach viel zu viel am Denken. Ja, Multitasking hat fähig, das ist halt ein bisschen schlecht für so ein Game. Aber ich mache es einfach gerne und ja, so gut muss ich ja nicht unbedingt denken. Öl, da unten. Das wäre eigentlich der nächste Schritt, das Öl machen.
Dafür müssen wir aber hier eine Straße machen. Ja, ich habe langsam wieder Geld. Gut. Also der Zug tut jetzt weniger verdienen, weil... ja, jetzt habe ich einen Margot mehr. Jetzt müssen zuerst wieder mehr Personen einsteigen. Gut, also beginnen wir mit Gebäuden, LKW-Station, Russian Class GV, sehr schön. Tram St. Petersburg, ein Tram machen später. Also es ist jetzt noch nicht lohnenswert, weil einfach zu wenig Menschen in einer Stadt sind. Aber sobald eine Stadt richtig groß ist, so mindestens 3 Haltestellen in einer Linie haben kann, werden wir Tram machen. Schön in den Wald rein. So richtig gerade geht's nicht. Und dann müssen wir wieder zurück. So hier. Das ist mir ein bisschen zu braun. So, sehr schön. Also, neue Linie. Ah, Linie fertig machen. So, Industrie. Polch ist aber auch nicht in der. Okay, dann haben wir hier eigentlich fertig, oder? Also die 2, dann kommen bald 3, 4. Auf 5 und 6 habe ich nicht gemacht. Übrigens. So, eine neue Linie bitte. Von hier nach hier, nach hier, nach hier. So, 3 Ober. Treibt. Ja. So. Oberhaar treibt. Der treibt der Stoff. Er treibt der Stoff. Ja, ja. Ja, ich muss. Ich kann keine Tanker oder so. Ulmen Ölquelle. Ja, ja. Von mir aus. So. Ulmen. Wo ist denn das schöne Ulmen? Da drüben. Und irgendwo ist hier eine Ölquelle entstanden. Das ist die zweite? Ist die zweite oder was? Die dritte? Also es war nicht die erste, dann war es die dritte. Da runter. Ja, und dann ist fertig. Ah, hier wird die Treibstoffding weggemacht. Ja, es lohnt sich jetzt noch nicht, hier drüber zu fahren. Wir sind noch nicht fortgeschritten. Niederkassel bald. Dort drüben. Oh, das bringt auch nicht viel. Naja. Und alles müssen wir jetzt auch nicht unbedingt anschauen. Ich tue es, wenn es einfach ein bisschen nervt und zu viel kommt, einfach ein bisschen überspringen. Wir lernen ja die Stadtnamen kennen und können sie auch ändern. So, das ist aber nicht in der Nähe. Boah, das ist aber weit unten. Bringt auch nichts, sind viel zu viele Bauernhöfe, den zu retten. Und dieser kleine Bauer, da hat nicht viel Feld. Da ein Feld! Ja, dann muss er weg. Lohnt sich doch nicht. So, also schauen wir mal den Zug an. Wo ist er gerade? Hier. Ja, verdient irgendwie weniger gerade. Nehmen wir mal ein bisschen zu. Ich bin sowieso einer, der wirklich gerne ein bisschen zuschaut, ein bisschen abwechselt. Direkt mega schnell bauen und so möchte ich jetzt nicht unbedingt. Wir haben einfach noch zu wenig Geld, stimmt. Es geht langsam wirklich ein bisschen zu weit runter. Also Darlehen können wir aufbauen, aber 288, 720, also wir verdienen hoffentlich genug, sonst machen wir den Waggon wieder weg. Und ja, wir müssen halt einfach manche Sachen dann ein bisschen weniger groß machen, damit einfach wir nicht ins Minus kommen. Das Ziel sollte schon sein, nicht ins Minus zu kommen. Aber ich muss öfters jetzt schauen. Heilsbronnwald ist auch dort drüben, okay. Ja. Also ich denke, mit dem Zug sind wir gerettet. Solange jetzt zum Beispiel hier am Bahnhof auch nicht weitergebaut wird. Ich tue überall jetzt einfach mal irgendwas platzieren. Zum Beispiel Mauern. Einfach, dass man geschützt ist vor irgendwelchen dummen Autobauten. So. Ich weiß nicht, wie man zurückgeht. Ich kann nur mit ESC abbrechen.
Und hier unbedingt auch. Also wir brauchen es einfach nicht. Dass hier irgendwie auch die Straße weitergebaut wird. So. Und wir regeln das für die Stadt. So, hier hat es größere Gebäude gegeben. Ich finde wirklich die Wege sehr schön. Sehr altmodisch. Und Fabriken, ja, sind vielleicht auch ein paar größer geworden. Und hier in dieser Stadt hat es große Gebäude gegeben. Also die Stadt hier wächst sehr gut, weil sie hat immer zwei Linien. Es sind immer die mittleren Städte, die natürlich am besten versorgt werden. Ziegel können wir halt noch nicht gut liefern. Wir haben einfach zu weit weg. Totale Ölquelle. Okay, die ist jetzt mal ein bisschen einzigartig. Ja, okay, hier nicht. Okay, nicht einzigartiger. Okay, der Zug macht wieder mehr. 308.000. Oh, da können wir bald wieder es leisten. Also was ich gerne machen würde, ist irgendwo Stein haben. Steinbruch hier hin. Und dann hier zurück. Das ist so teuer wegen den Tunneln. Nee, das geht jetzt noch nicht von hier aus. Von dieser Seite irgendwo. Von dort unten sind einfach die Brücken teuer. Okay, jetzt kommen plötzlich Gründungen. Das ganz im Süden. Ich muss mich eventuell auch ein bisschen aufteilen. Irgendwo gute Zuglinien machen. Er braucht Werkzeuge. Das ist mir egal. Holz irgendwie hier. Hier wäre Stein für Steinau. Das wäre eigentlich sehr, sehr in der Nähe. Also die nächste Linie wird auf jeden Fall mal Steintransport hier. Zusammen. Nee, ist nicht so gut wegen der Straße links. So. Und dann hier da oben hin. Also Stein. Jetzt machen wir einfach mal Stein. Bis eine andere Stadt auch Stein heißt oder so. Stein. Ziegel, oder? Oder Bau. Bau. Die baust. Die Linie baust. Also, dann müssen wir aber noch ein Depot machen. So. Steine an der Straße. Was ist gegründet worden? Könnte vielleicht dran. Ja. Irgendwas ist gegründet worden hier. Ah, vielleicht hier drüben. Es ist kein Steinbruch noch dazu gekommen, oder der? Ja. Okay, ich dachte nur, ich hätte Steinbruch gelesen oder so. Würde gerne mir noch schreiben. So, wunderbar. Also nochmals, ist ja fertig. Gut, also das Rosarote. Ja, das reicht völlig aus. Enhöhling. Wieso wird die nicht angezeigt? Ja, wäre ich noch nicht kombiniert habe. Mich doch, nein. Okay, mach ich nochmal. Nein, nicht neue Linie. So, ich habe den Überblick. Muss ich noch ein bisschen lernen. So, jetzt. Also, das heißt, Depot. Dann hier. Sehr gut. Jo! Hilft. Brot. Haben wir Brot in der Nähe? Nein. Und ein neuer Bauernhof. Hier sind auch überall Bauernhöfe. Helft mir bitte. Also hier ist Brot. Brot zu... Nein.
So gute Wege sind es jetzt noch nicht, also viele habe ich auch noch nicht entdeckt. Könnt ihr mir gerne sagen, wo noch gute Linien sind? Ich würde auch gerne die zwei Städte dann verbinden können. Sogar drei Städte verbinden, aber ich denke mit den ersten Bussen. Gut, also schauen wir mal kurz, ob wir irgendwas Neues bekommen haben, wo wir übersehen haben. Wo ist der da? Und also hier noch nicht. Wir haben aber ein Pferdefuhrwerk. Neu. Ne, das ist nicht neu, aber sieht einfach so ein bisschen strahlender, neuer aus. Also, haben wir hier irgendwo Brot. Da. Brot dort rüber. Das wäre doch nett. Ja, wir müssen einfach eine Straße bauen. So gut. Ja, doch. Also, dann haben wir noch eine Linie. Ja, okay, im nächsten Part. Okay. Schade, der Part ist schon genügend lang. Ja, der Zug macht immer noch gut. Plus, ja, noch nicht so gut. Und Marburg bauen. Nicht dein Ernst. Er hat vier Felder jetzt wenigstens, aber an einem Ort. Fünf Felder sogar. Ja, das ist ein Doppelfeld. Bisschen effizienter, aber. Das lohnt sich doch nicht. Und der Zug ist leider nicht so gut gefüllt. Der Waggon war, ja, doch ein bisschen besser, aber sehr marginal. Okay. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Basel.